Herzlich willkommen bei Photobox Uwe Ellen. In diesem Video soll es um Hashtag Printing gehen. Das heißt, es können Bilder aus Instagram oder Twitter runtergeladen werden, die dort unter einem bestimmten Hashtag geteilt wurden. Warum es nicht mit Facebook gibt, erklären wir gerne in unserem Blogbeitrag zu diesem Video. Auf jeden Fall kann man dieses dann für diverse Events, zum Beispiel Hochzeiten, nutzen. Wir haben ja heutzutage das Problem mit der Datenschutzverordnung. Wir dürfen als Betreiber, als Selbstständige kaum noch Fotos hochladen, ohne das Einverständnis der Gäste. Deswegen gehen wir den Weg umgekehrt. Wir lassen die Gäste selber Fotos hochladen und dann drucken wir die aus, beziehungsweise haben nachher einen Link, dass wir sagen können, hey, liebe andere Kunden, wenn ihr von dem Event was sehen wollt, dann geht bitte auf Instagram oder Twitter unter dem und dem Link und dann seht ihr die Fotos davon. Machen wir mal hier einen kleinen Test, wie das Ganze funktionieren kann. Ich mache mal von mir selber ein Foto. So. Klatsch. Ja, da sieht man schon, da habe ich ein Foto von mir gemacht. Dieses Foto teile ich nun bei Instagram. Einmal plus. Weiter. Und dann setzen wir einfach mal unseren eigenen Hashtag, den wir haben. Fotobox OWL. Der hochschieben, das da rein. Fotobox OWL teilen. So, jetzt wird das Ganze nach Instagram hochgeladen und der Watcher guckt jetzt nach alle 30 Sekunden, ob irgendwelche Fotos unter unserem Hashtag hochgeladen wurden. Und dann wird man gleich feststellen, jo, da ist was, das wird herunterladen auf unseren Rechner, in einen Layout packen das Ganze, weil die Fotos bei Instagram sind nur 1080x1080 Pixel groß, wenn wir die runterladen. Das heißt, wir können kein vollflächiges Foto in voller Qualität hochladen. Deswegen machen wir das folgendermaßen. Man macht ein Layout, setzt da oben das Foto rein, was ausgedruckt werden soll. Und unten drunter macht man einfach weitere Informationen. Das sehen Sie auch bei uns auf der Homepage. Haben wir ein Beispielbild hochgeladen, dass man ein bisschen so eine Verzierung hat für eine Hochzeit. Und den Hashtag da drauf, wann, wo, wer geheiratet hat. Und schon hat man einen schönen Ausdruck für die Gäste. Das kann man natürlich genauso auch bei anderen Events machen, mit anderen Layouts und. Was noch möglich ist, sehen Sie gleich im nächsten Teil vom Video. Im zweiten Teil geht es jetzt darum, dass wir die Hashtag-Print-Funktion ein wenig erweitert haben. Wir haben ein eigenes Kiosk-Programm geschrieben. Kiosk-Programm heißt, dass wir die Fotos anzeigen, bevor sie ausgedruckt werden. Und die Gäste sich selber ausdrucken können, welches Foto wollen wir denn ausdrucken. Damit nicht alle Fotos wahllos gedruckt werden und man auch die Möglichkeit hat, das Foto, was man vielleicht zweimal ausgedruckt haben möchte, auch zweimal zu drucken, ohne dass man es zweimal teilen muss. Nehmen wir mal nochmal das Foto, was wir eben hatten. Dann wird es nochmal angezeigt. Möchten Sie dieses Bild drucken? Dann drückt man einmal auf Ja. In dem Moment wird das Foto erst arrangiert, sodass es im Ausdruck eingesetzt wird. Hat den Vorteil, dass wir auf dem Bildschirm nicht das ganze Foto, so wie wir es hier sehen, erst angezeigt werden muss, sondern dass wir nur den Teil, der immer anders ist, oben drinnen stehen haben. Das hat den Vorteil, dass man halt die Bilder ein bisschen größer hat und nicht mit der Lupe vor dem Bildschirm, ey, welches ist jetzt mein Foto und so weiter, sondern dass das alles ein wenig einfacher geht. Unsere dritte Variante, die wir anbieten, ist unsere Kündigungsdisziplin. Da gehen wir davon aus, dass wir es mit Veranstaltungen zu tun haben, wo unsere Kunden auch noch Daten sammeln möchten oder Gewinnspiele machen möchten mit ihren Gästen. Da können wir jetzt Folgendes machen. Man wählt, wie wir es schon hatten, das Foto aus. Das möchten wir verwenden. Und dann können wir Daten einsammeln. Das heißt, wir fragen die Gäste zum Beispiel nach der E-Mail-Adresse. Die gibt man ein. Im zweiten Schritt vielleicht den Namen. Herr Uwe, schreiben wir einfach nochmal ran und dann können wir noch verschiedene andere Sachen abfragen, die wir jetzt auch einfach mal abhaken. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten bei der ganzen Geschichte, entweder nur ein Bon drucken oder nur ein Foto drucken oder aber beides zu drucken. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich drücke auf Bild drucken, das heißt Bild und Bon werden gleichzeitig gedruckt. Dafür, dass man jetzt einmal sagen kann, man gibt dem Gast ein Bild mit, dass er was zu mitnehmen hat. Und zweitens machen wir einen Bon. Also sowas hier, ein Bon wie aus dem Kassendrucker. Der ist natürlich auch freigestaltbar. Da unten kommt dann auch der Name und die E-Mail-Adresse.
Da könnte man zum Beispiel draufschreiben, wenn Sie diesen Bon abgeben, bekommen wir einen Drink umsonst oder Sie bekommen einen Giveaway, was auch immer, damit die Gäste was haben. Oh, ich habe teilgenommen und man weiß, man hat das Foto online stehen mit der Werbebotschaft, die man drin haben möchte und der Gast hat auch irgendwas in der Hand. Zum Zweiten kommt dann gleichzeitig auch noch das Foto raus, genauso wie es eben auf dem Bildschirm hatten. Diesmal aber auch in der Variante, dass hier unten der Name und die eingegebene E-Mail-Adresse draufstehen, sodass man wirklich einen Werbeerfolg haben kann, dass die Gäste bereit sind, die Fotos, die sie selbst gemacht haben auf dem Event oder vielleicht auch in der Fotobox von uns, die sie runtergeladen haben und weitergeteilt haben, wo man auch dann gleich noch ihr Logo oder ähnliches drin hat. Ist alles machbar. Dann fragen Sie uns, stellen Sie Fragen. Wir können diese Software, da sie von uns selber entwickelt ist, auf Ihre Bedürfnisse 100% anpassen und das Ganze nach Datenschutzverordnung. Die ganzen gesammelten Daten werden gesammelt und Sie können nachher sehen, haben die Leute auch zugestimmt, dass sie Werbung haben wollen, sind sie in gewissen Alter oder. Sie können einfach alle möglichen Abfragen stellen. Fragen Sie uns, wir helfen gerne.